Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Der dritte Tag zwingt uns zu drastischen Planänderungen. Das bereits im ersten Video erwähnte Regengebiet erstreckt sich über die halbe Republik, nimmt im Südwesten Frankreich seinen Anfang und zieht morgen und übermorgen komplett über West- und Nordfrankreich hinweg. Wir könnten das natürlich abwarten, aber dann stehen die Flieger zwei Tage im Regen herum und wir sind zum Fußgängertum verdammt. Ein kaum zufriedenstellendes Szenario. Also müssen wir die Flucht ergreifen. Wir müssen hinter diese Regenfront. Wie schaffen wir das? Nun, wir müssen halt weit genug in den Süden fliegen. Wir entscheiden uns für Saint-Étienne, einen kontrollierten Flugplatz an der Loire. Erstens wohnt dort mein Freund Elmar, den wir bei dieser Gelegenheit mal wieder besuchen können. Und zweitens ist es von dort nicht weit ins Vercors, einem großen Naturschutzgebiet am Rande der Alpen, das aufgrund seiner landschaftlichen Wildheit immer einen Flug wert ist. Und genau so machen wir es. Auf ein Video des Fluges von Versailles nach Saint-Étienne am heutigen Vormittag habe ich komplett verzichtet. Die Landschaft ist nicht so interessant und besondere Vorkommnisse gab es auch nicht. Dieses Video hier ist nun der Lokalflug von Saint-Étienne ins Vercors und wieder zurück. Hier sehen wir unsere Route vom Vormittag. Wie am Lineal gezogen, knapp 500 Kilometer in 2,5 Stunden. Eine dreistündige Pause trennt uns vom nächsten Flug. Ein Rundflug über eine der unbelebtesten Regionen Frankreichs, dem Naturschutzgebiet Vercors. Das hier sind die Bögen in und um die große Schlucht von Bourne. Und hier sehen wir den Vorbeiflug am Mont Aiguille, bevor wir wieder nach Saint-Étienne zurückfliegen. Ich möchte aber noch eine Lanze brechen für diese Gegend Frankreichs, in der ich schon mehrfach war. Ich habe hier oben und auch in den Kommentaren nochmal ein Video von 2018 verlinkt. Dort kann man die drei großen Sehenswürdigkeiten Gorge de la Borne, Combe Laval mit dem Col de la Machine und den Mont Aiguille auch noch einmal bewundern. Das Vercors ist das größte Naturschutzgebiet Frankreichs. Es weist mehrere 2000er Gipfel aus und wurde verkehrstechnisch erst im 20. Jahrhundert erschlossen. Der Park hebt sich durch eine Vielzahl von grandiosen Landschaften ab. Hohe Kalkfelsen, zerschnitten durch tiefe Schluchten, Abgründe und Höhlen. Andererseits gibt es auch Hochplateaus und Almen von atemberaubender Schönheit. Außerdem wird dieses Gebiet von in Stein gehauenen Straßen durchzogen, deren Naturgewaltigkeit in Europa ihresgleichen sucht. Dazu gehören der Pass Roussé, die Gorge de la Borne, eine weite, grandiose Schlucht, über die wir gleich fliegen werden, der Col de la Machine, eine der atemberaubendsten Straßen Europas, finde ich. Diese hunderte Meter hohe Balkonstraße unter Kalksteinüberhängen, die ihrerseits durch Tunnel durchbohrt sind, bietet traumhafte Aussichten. Mir fallen nur wenige Straßen ein, die da mithalten können. Der Albula-Pass in der Schweiz vielleicht. Oder Les Calanches auf Korsika. Wer die Einsamkeit, Berge, Straßen und Kurven liebt, der muss diese Region einfach mal besucht haben. Hier wird Natur pur zur Kultur vollendet. Und wie die Straßen, so sehen auch die Städtchen und Dörfer aus. Saint-Nazaire-en-Royans, was wir jetzt gerade hier sehen. Romans-sur-Isère, Pont-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans und wie sie alle heißen.
allesamt äußerst empfehlenswert. Hier fliegen wir nun in bzw. über den Canyon Gorge de la Borne. Die Straße, die sich hier unten durch Felsen, Klippen und Schluchten schlängelt, kann man kaum erkennen. Als nächstes suchen wir nach dem Mont Aiguille. Bei meinem ersten Flug anno 2016 von Gap über diese Berge hinweg nach Saint-Étienne bin ich zufällig an diesem Berg vorbeigekommen und war fortan fasziniert von diesem Felsen. Er ist ein Stück Monument Valley in Europa. Bisher habe ich diesen Brocken immer nur bei gutem Wetter besucht. Heute hängt hier alles voller tiefer Wolken, bisweilen regnet es auch und wir müssen ein wenig aufpassen, dass wir uns hier nicht verheddern. Es dauert auch ein Weilchen, bis dass wir diesen Felsen finden. Hier schält er sich jetzt ganz vorsichtig aus Wolken und Bergen heraus. Musik
Zwei herausragende Geschichten gibt es über diesen Felsen zu erzählen. Erstens, der Berg war einer der ersten Alpengipfel, die schon im Mittelalter bestiegen wurden. Genauer 1492, in dem Jahr also, in dem Kolumbus Amerika entdeckte. Viele Techniken des Bergsteigens wurden damals erfunden und sind bis heute Klettertechniken geblieben. Genau hier nahm also die moderne Bergsteigerei ihren Anfang. Und zweitens, im Jahre 1957 hat es dann tatsächlich auch jemand gewagt, mit einem Flugzeug auf diesem Felsen zu landen. Erst wurde er erklettert, um von Hand die großen Steine zu beseitigen und so etwas wie eine Landepiste zu bauen. Und danach ist Monsieur Henri Giraud in seine Maschine gestiegen, hier gelandet und anschließend auch wieder gestartet. Es gibt ein Video von dieser spektakulären Aktion. Ihr findet es in den Videoerklärungen. Es ist mental schon eine kleine Herausforderung, bei solchem Wetter in dieser Einsamkeit unterwegs zu sein. Wir müssen nun am Ende dieses Bergrückens eine Stelle finden, wo wir ihn mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand zu Felsen und Wolken wieder überqueren können. Danach nehmen wir wieder Westkurs auf und fliegen zurück nach Saint-Étienne. Mein Freund Elmar, den ich hier an dieser Stelle recht herzlich grüßen möchte, ist so nett und fährt uns mit seinem Auto ein paar Mal zur nahegelegenen Autotankstelle. Auf diese Weise können wir unsere Flugzeuge anstatt mit Abgas auch mit dem richtigen Kraftstoff volltanken. Denn morgen haben wir wieder einen längeren Flug vor uns. Das Regengebiet ist im Süden durchgezogen und wir fliegen zurück an den Atlantik.